Passend zur Federweiserzeit backen wir heute einen leckeren Elsässer Flammkuchen. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes wird der Teig zubereitet. Dazu verknetet ihr Mehl, Salz, geschmacksneutrales Öl und heißes Wasser, bis ein glatter Teig entsteht. Danach deckt ihr ihn ab und lasst ihn 20 Minuten ruhen, damit er sich besser ausrollen lässt. In dieser Zeit könnt ihr schon mal ein Backblech mit Öl bestreichen und den Ofen auf 240 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Nach der Ruhezeit rollt ihr den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus. Er sollte dabei wirklich sehr dünn ausgerollt werden. Mit Hilfe des Nudelholzes könnt ihr ihn dann auf das Backblech legen. Der Teig wird gleichmäßig mit Creme fraiche bestrichen und mit fein geschnittenen Zwiebelringen und geräucherten Speck belegt. Das Ganze kommt dann für 15 bis 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Backen.